Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Kultregisseur Lucio Fulci hat in seiner jahrzehnteumspannenden Regiekarriere einige Filme gedreht. In der OFDB sind fast 60 Regiearbeiten gelistet, von denen einige, natürlich insbesondere die Frühwerke, niemals zu uns gekommen sind. Wobei ich sagen muss, dass bei seinen Western bzw. Komödien da womöglich auch nicht wahnsinnig viel an uns vorbeigegangen ist. Ich würde meinen, die große Ära des Lucio Fulci, auch wenn davor bereits 1972 mit Don't Torture a Duckling oder Verdammt zu leben, verdammt zu sterben oder dem fantastischen Die sieben schwarzen Noten 1977 schon einige Klassiker mit dabei waren und er schon im 66er Jahr mit Django sein Gesangsbuch War der Colt einen ziemlich coolen Western inszeniert hat, dass seine wirklich große Zeit 1979 mit Voodoo, die Schreckensinsel der Zombies begonnen hat, dass diese Zeit dann allerdings 1982 eigentlich auch gleich schon wieder vorbei war nach The New York Ripper und Amulett des Bösen, wo er dann nach Conquest, Schlacht der Centurions und so weiter uns eben Dinge wie Zombie 3 oder Die Uhr des Grauens oder Sodomas tödliche Rache serviert hat. Aber das, was ich bei der Filmografie von Lucio Fulci irgendwie fast am wenigsten nachvollziehen kann, ist, dass es zwei Filme gibt, die eigentlich grundsätzlich exakt gleich heißen. Dämonia und Dämonia. Da kommt man natürlich überhaupt nicht durcheinander. Aber während Dämonia aus dem Jahr 1990 ein wirklich grundschlechter Film ist, ist Dämonia aus dem Jahr 1987 nur ein, ja sagen wir mal, halbschlechter Film. Vor allem ist dieser Dämonia auch noch bekannt als Enigma, einer, der mit einigen relativ coolen Cover-Artworks gesegnet ist. Das, was wir hier jetzt zum Beispiel sehen, das ist das alte deutsche VHS-Cover-Artwork, das eben zum Beispiel von MCP oder von IHV veröffentlicht wurde und das dann natürlich auch von Astro bzw. einigen DVD-Labels ausgewertet wurde. Ungeschnitten ist der Film natürlich unter anderem in der Red Edition schon erschienen, aber das, was uns XT jetzt hier serviert, das war dann seine deutsche Mediabook Blu-ray Premiere. Auch hier in verschiedenen Cover Artworks, wobei mir persönlich einfach dieses Motiv hier am besten gefallen hat. Einerseits dieser Medusa-artige Kopf, wo aus ihren Haaren aus irgendwelchen Gründen dann noch einfach plötzlich klauenbehaftete Hände oder krallenbehaftete Klauen rauswachsen. Das sieht schon relativ absurd aus. Das Ganze dann natürlich noch stilecht auf einem Friedhof, wo sich dann eine halbnackte Dame lasziv in ihrem Bett regelt. Schlaft die auf dem Friedhof. Naja, Crowatz, glaube ich, heißt der Künstler, der damals dieses Artwork gezeichnet hat, zumindest schaut diese Signatur ungefähr so aus, ist aber meiner Meinung nach ein wirklich wundervolles Motiv, das den damaligen Kultzeichnern wie Enzo Schotti oder Renato Cassaro eigentlich gar nicht einmal in so viel nachsteht. Es ist übrigens auch das Motiv, das zum Beispiel für die britische 88 Films Crowdfunding Edition Blu-ray verwendet wurde, weil für diese Edition wurde der Film dann damals restauriert und abgetastet. Und hier eben, nehme ich mal an, mit demselben Transfer dann veröffentlicht. Wie üblich ist es ein hochwertig produziertes, schön gefalztes Mediabook von XT, das dieses Artwork, finde ich, sehr, sehr schön und sauber auf dem Mediabook-Format präsentiert. Wir können dann natürlich einmal auch auf das Backcover schauen. Da finden wir natürlich einige Szenen aus dem Film und die, aus welchem Grund auch immer, die mir nach dem Anschauen damals eben von der alten deutschen DVD-Version wirklich am meisten noch in Erinnerung geblieben ist, das ist aus welchem Grund auch immer die Schneckenszene. Gut, ist natürlich nach den Spinnen aus Die Geisterstadt der Zombies irgendwie eine der seltsamsten Tierszenen, die Lucio Fulci jemals gefilmt hat. Wir bekommen dann hier noch weitere technische Details zu diesem Release bzw. unsere individuelle Limitierungsnummer von den 666 Stück und können dann einfach und gemütlich nach innen schauen. Da wartet natürlich eben unser Hauptcover-Artwork von diesem Mediabook auf der Blu-ray, lustigerweise durch den Innenring ein kleines bisschen auch zensiert und YouTube-freundlicher gemacht, aber das alternative B-Cover, das gibt's dann hier auf der Disc, das ist mehr oder weniger nichts anderes als dasselbe Motiv mit der Medusa-Lady, nur halt etwas gesummt und farbärmer präsentiert, aber ohne die hübsche Lady, die dann auch noch dort liegt. Aber
Apropos hübsch, wir können dann einmal ins Innere schauen. Da sehen wir so ein paar Röntgenaufnahmen als Innendesign von dem Mediabook. Auch hier oben und unten ein bisschen abgeschnitten und in so einen Streifenrahmen, könnte man fast sagen, gepresst. Und dazwischen ist dann ein Booklet, das ebenfalls einen Filmstreifen auf dem Backcover hat. Aber grundsätzlich finde ich ein recht schick aufbereitetes, nämlich eben von dem Hauptcover-Artwork, finde ich von den Farben und vom Stil her recht nett adaptiertes Motiv hier auf dem Booklet Frontcover zeigt. Und dann im Inneren, wenn wir jetzt einmal eben durch das Motiv blättern, einerseits hier noch einmal die Enigma Originalfassung von diesem Cover, beziehungsweise dann von Hannes Marweck, ein Booklet, das sich eben mit diesem Film beschäftigt. Das Booklet ist dazu noch dazu in das Mediabook eingenäht und bietet dazu natürlich einige Bildausschnitte aus dem Film und grundsätzlich aber natürlich auch einige Hintergrundinformationen zu dessen Entstehung. Hier eben das Alternativ-Mediabook-Cover auch in der Originalfassung. Insgesamt ein recht schickes Mediabook von einem, der sicherlich nicht besten Lucio Fulci-Filme, aber von einem, den ich als Lucio Fulci-Fan, Sammler und Komplettist natürlich auch in irgendeiner Form in meiner Sammlung haben muss.